Leute. Ja, ich habe gerade mein Video gedreht zu meiner quasi Foundation-Routine und wollte jetzt mal gucken, ob ich noch ein Make-up schminke. Also was heißt noch ein Make-up? Ein Augen-Make-up dazu schminke, weil ich jetzt ja noch ein bisschen nackt bin auf den Augen. Und da mich letztens einige gefragt haben, ob ich ein Tutorial zu dem Look machen könnte, was habe ich denn, welches Video war das denn? Oh Gott. Oder war das das Lush-Video? Ich weiß es jetzt nicht. Ich habe gerade gedacht, das wäre das eine, aber ich glaube, es ist es doch nicht. Also ich glaube, in dem Lush-Video trage ich ein Augen-Make-up. Ja, genau. Trage ich das eine Augen-Make-up, wo mich einige nachgefragt haben. Und ich dachte, das schminken wir jetzt nochmal nach. Weil es eigentlich auch relativ einfach ist. Und ich benutze im Moment diese Palette von The Balm. Da habt ihr jetzt wahrscheinlich auch schon ein Tutorial mit gesehen. Und wisst dadurch vielleicht auch, dass ich das wieder für Genie teste. Also ich habe mir die Palette selbst ausgesucht. Es ist nicht so, dass mich The Balm jetzt hier, keine Ahnung, dafür sonst was bezahlt. Sondern es ist einfach nur für Genie, damit ich sagen kann, ist die Palette wünschenswert oder nicht. Und dazu kommt dann halt noch ein Review-Video. Aber ich muss die Palette halt erstmal testen, bevor ich dazu irgendwas sagen kann. Und da ich das eine Augen-Make-up so gut gefallen hat, dachte ich, schminke ich das jetzt gerade mal vor. Ja, ihr könnt natürlich ähnliche Farben benutzen. Ihr müsst jetzt die Palette nicht unbedingt haben. So sieht die Palette aus. Ich nehme heute diesen Ton und diesen Ton. Das obere ist einfach nur ein ganz normales Gold. Und das untere, ja, wie soll ich das beschreiben? Das ist so ein Oliv-dunkelgrün mit goldenen Glitzerpartikeln. Und ja, eigentlich nichts Schweres. Wir fangen einfach mal an. Ich nehme jetzt erstmal eine Eyeshadow-Base. Und die ist von Soeva. Das ist der Eye Primer in Pearl. Da trage ich einfach hier so ein bisschen auf meinem Ringfinger auf, verrubbel das dann mit dem anderen Ringfinger, sodass ich auf beiden ungefähr gleich viel Produkt habe. Und dann kommt es aufs bewegliche Lid und auch noch so ein bisschen drüber hinaus in die Lidfalte. Danach nehme ich mir einfach einen Lidschattenpinsel, der ist jetzt von Sigma. Und benutze die Farbe Iron Made In, das ist halt der Goldton, und packe den mir so aufs bewegliche Lid bis in den Innenwinkel hinein. Und ich sage jetzt noch nicht so viel zu der Palette an sich, weil da kommt ja noch dann das Review-Video, das ist jetzt wirklich nur für die, die nach dem Augen-Make-up gefragt haben. So. Jetzt kommt schon die andere Farbe, das ist Lead Zeppelin, also es ist halt eine Rockstar-Palette, das ist alles so benannt nach Bands und sowas und halt nur ein bisschen verfremdet, also das hier jetzt nach Led Zeppelin. Und das tupfe ich mir dann hier so in den Augenaußenwinkel, gehe auch so ein bisschen nach oben und so ganz leicht in die Lidfalte. Sollte dann ungefähr so aussehen. Dann nehme ich mir meinen Blendepinsel. Das ist jetzt hier der MAC 217er. Den finde ich wirklich tatsächlich am besten. Also leider, weil der ist ja furchtbar teuer. Den habe ich jetzt auch nur, weil ich ja, mir den bei Genie ergattert habe. Die haben dann manchmal so Deals und dann kann man Sachen viel, viel günstiger kaufen. Als sie halt im Geschäft kosten würden. Ich glaube, der hat dann jetzt 9,95 oder 9,90 gekostet. Anstatt, ich weiß nicht, was kostet der? 25 Euro oder so. Also für den Preis hätte ich mir den jetzt wahrscheinlich nicht geholt. Aber durch den Deal dann doch schon. Und ja, ich blende halt einfach so die Kanten ein bisschen aus. Und dann bessere ich einfach nochmal ein bisschen aus. Also wenn ich jetzt hier sehe, hier zum Beispiel, da ist ein bisschen, ja, das Dunkle ein bisschen sehr weit reingerutscht. Dann gehe ich dann nochmal mit dem Gold so ein bisschen drüber. Oder wenn ich halt sehe, okay, hier könnte es jetzt noch ein bisschen dunkler sein, dann tupfe ich dann nochmal ein bisschen Farbe nach. Es ist eigentlich sowieso gut, wenn ihr bei solchen dunklen Looks nochmal Farbe nachnehmt und wieder. So, jetzt war gerade die Speicherkarte voll. Was ich sagen wollte, es ist gut, wenn ihr schichtet. Also wenn ihr immer wieder Lidschatten auftragt und den verblendet, weil einerseits hält ihr dadurch länger und zum anderen bekommt ihr dadurch eine richtig schöne Tiefe. Also hier, wo ihr gerne sehr dunkel sein wollt im Normalfall,
habt ihr dann halt die Tiefe und außen wird es halt sehr, sehr schön, ja, hat einen sehr, sehr weichen Übergang und sieht einfach ganz schön verblendet aus. Deswegen ist Schichten ganz gut. Im Grunde war es das jetzt schon mit Lidschatten. Was ich jetzt noch mache, ist mein normales Gesichtspuder nehmen und einen fluffigen Pinsel und dann einfach nochmal über die Kante drüber gehen und unter der Augenbraue damit so ein bisschen zu highlighten. Und das wäre es dann auch schon. Als nächstes, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ob ich den Eyeliner benutzt habe damals. Ich glaube aber schon. Das ist jetzt der von Catrice, der Filz Eyeliner Pen. Dazu hatte ich euch auch schon mal ein Tutorial gemacht, wie man den gut anwenden kann. Ich mache da jetzt nur einen ganz dünnen Lidstrich. Also für meine Verhältnisse dünn. Und jetzt auch kein Wing oder sowas, sondern einfach nur den Strich, um die Wimpern zu verdichten. So. Und jetzt benutze ich eine andere Mascara, als ich im Video benutzt habe. Im Video habe ich die hier benutzt. Das ist die wasserfeste Version von dieser The Giant von Catrice. Finde ich nicht so mega pralle. Die hatte ich aber damals benutzt, falls ihr euch das gefragt habt. Heute nehme ich mal eine, die ich heute in der Post hatte von Agnes B. Ich darf die scheinbar wieder testen. Und ich war ja von der letzten Agnes B. Mascara eigentlich sehr begeistert. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die ist. Ich werde die jetzt zum ersten Mal benutzen. Ich kann euch dazu jetzt noch nichts sagen. Ich habe nur schon gesehen, dass man die hier unten so drehen kann. Und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Das Bürstchen, guckt mal auf das Bürstchen. Also ich hoffe, ihr konntet das jetzt sehen. Das hat sich so mit eingedreht. Wenn man das mit eindreht, also ich glaube, aber wenn das in der Tube ist, dann soll das dann beim Rausziehen mehr Volumen machen. Ich mache das jetzt mal auf ganz normal. Und wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie sie ist. Ich benutze sie jetzt einfach, weil ich muss sie halt auch einfach testen, um euch dann irgendwann sagen zu können, wie sie ist. Und jetzt tusche ich, Quatsch, jetzt biege ich erstmal meine Wimpern und dann benutze ich die Mascara. So, Wimpern sind jetzt getuscht. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob ich auch das Rouge aus der Palette verwendet habe damals. Ich werde es jetzt einfach mal benutzen. Das ist das hier. Dazu nehme ich hier den Pinsel von Sigma. Damit ich einfach nicht zu viel erwische. Und ja, trage mir das auf den Wangenknochen bzw. etwas drunter auf. Okay, das wäre es dann damit. Dann kommen jetzt noch die Lippen. Da meine ich, hätte ich die Farbe 010 Be Natural von Catrice benutzt. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ich glaube nicht. Aber die haben ja auch noch andere Lippenstifte, neue Nude-Lippenstifte im Sortiment. Den habe ich dann nur ganz dünn aufgetragen. Also wenn es der war. Und bin dann nochmal mit meinem Essence Lip Gloss in der Farbe 02 My Favorite Milkshake drüber gegangen. Ja, und das war's. Also, ich glaube, das war das, was ich so getragen habe mit den Augen. Und den Lidschatten bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Mit dem Rest könnte es auch sein, dass es ein bisschen was anderes war, aber ja. Gut, dann hoffe ich, haben sich diejenigen jetzt gefreut, die sich das Tutorial zu dem Look gewünscht haben. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da, das freut mich immer sehr. Und ja, viel Spaß beim Nachschminken. Wenn ihr es nachschminkt, freue ich mich auch über Fotos auf Facebook oder Twitter, wo auch immer. Und dann, ja, macht's gut. Tschüss!